Je pense que ça c'est après. Ah, je te... Musik! Das will doch nicht, das darf eine Säge haben, oder? Was ist denn da? Aha, eine Säge. Okay, und das heißt jetzt? Oh, bitte nicht. Okay. Das ist ja auch nur 3 Tasten von 4. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, ist ja gut. Ich muss jetzt erstmal was anmachen. Es braucht eine Krücke. Ja, gleich, warte. Einer nach dem anderen. So, was haben wir hier drüben? Okay. Ja, jetzt. Was ist das eigentlich für eine dumme Konstruktion? Damit man Wasser drinnen bekommt, muss man draußen dran ziehen. Was ist denn das für eine... Ach. Das war schon. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wolfgang heißt er. Ich kann nicht so denken. Ich glaube, ich habe eine Krücke. Ich habe eine Krücke! Jawohl! Das reicht? Bitte reicht, bitte reicht, bitte, bitte, bitte reicht einfach. Tatsächlich. Ich mach dich kaputt! Okay. So, jetzt haben wir nur noch den einen. Hey, du brauchst einen Verband. Wie kriegen wir denn dir einen Verband her? Was haben wir hier?
Verband, wie kriege ich denn für dich einen Verband her? Ich da unten Verband her, glaube ich, zwar weniger, aber man kann es ja mal versuchen. Nip, ist nix. Haben wir hier noch? Hier haben wir nix. Haben wir auch nix. Na gut, da haben wir auch nichts. Schauen wir nun noch mal da rein. Vielleicht haben wir ja mal irgendwas übersehen. Kann ja sein. Ah, verbannten Schal. Aha, man kann die Säge nehmen und dann den Schal da runterhauen von dem Baum, der da sein. Baum kann ich nicht nehmen, oder? Nö. Hier, nimm den Baum. Jo, bin ja dabei, komme schon. Fünfmal hin und her hin, hey. Oh. Ja. Wow. Wow. Der Schritt hat es jetzt natürlich gebraucht. Ich sag doch, dass ich sowas nicht kann. Ist der einer verkackt? Sag ich doch. Was? Sag mal. Ist da unten tatsächlich jemand, der überlebt hat? Ich war da doch gerade 50 Mal. Boah, jetzt kommt die vierte Taste. Nein, hör auf. Französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Mama. Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. Was? Okay, drüben brauchen Sie meine Hilfe. Was? Okay. So viel Zeit muss sein. Komm, nein, hör auf, bitte. Lass mich doch einfach. Ich sag doch, dass ich sowas nicht kann.
Zack, 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 zack. Courage, Nibo. Gerade bescheuert? Ah, jetzt Magie. Den kümmert sich irgendwie überhaupt nicht. Okay, haben wir das schon mal? Sagen wir gerade größer. Ist es größer? Nee. Ach du Scheiße. Da ist etwas runtergefallen. Ja, und ich muss wahrscheinlich unten weiter. Okay, ach nö, nein, hör auf. Ich will nicht. Oh, na gut. Hilft dir nix. Zwei gleichzeitig. Genau, wechselte einfach. Ahui. Was ist das? Okay. Ja, wieso ist da überhaupt ein K drauf? Hat das einen Sinn? Gut, da komme ich irgendwie nicht rein. Oh nee, nein. Doch, richtig, richtig. Mm-hmm.
2,6. Da unten war auch ein Bett, aber war 1,4 drauf, glaube ich. 2,6, 1,4 oder 1,4, 2,6. Ich brauche entweder eine Granate, ein Schlüssel oder irgendwas anderes. Ich hab doch jetzt alles untersucht. Oder bin ich da? Achso, warte mal. Okay, den Hintergrund kann ich hier nicht. Kann ich das auch noch untersuchen? Nee. Ah, jetzt hat. Haben wir schon mal einen Schlüssel. Das sieht ja schon mal gut aus. 2,6. 1,4. Okay. Oder boom. Okay, gut. Woran ich das erkannt habt, die römischen Zahlen haben die Reihenfolge bestimmt und die normalen Zahlen. Hat die Zahn. Ein Panzer. Ein Luftfahrzeug. Die Gasmaschine. Chemische Formel. Boah, jetzt könnte ich meine Chemie mitbringen. Und noch ein Hebel. Moonwalk gemacht. Irgendwo muss ich halt den einsetzen. Jetzt halt nur noch die Frage, wo? Ach da. In dem Brunnen sind Granaten drin. Boah. Okay, ich sag mal nichts dazu. Naja. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht ganz so gut möglich gewesen. Triff! Das zählt. Dankeschön. Das muss zählen. Komm. Nein, da war ja was. Boah, zwei Tasten sind schon assi. Thank you.
Puh, Glück gehabt. Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden. Ah, aha, siehst du?